Fluffy Einhornpuffel möchte wissen, wieso hat man Schluck auf? Du hast mal wieder Schluck auf und fragst dich, welcher Stalker wohl gerade an dich denkt? Keine Panik. Der Mythos, dass man Schluck auf hat, wenn jemand an einen denkt, ist zum Glück nicht wahr. Ob du aber trotzdem einen Stalker hast, das können wir nicht ausschließen. Aber welchen Sinn hat Schluck auf überhaupt? Wissenschaftlich gesehen ist Schluck auf, auch Singulus genannt, eine kräftige Einatmungsbewegung des Zwerchfells. Das Zwerchfell liegt zwischen Brust- und Bauchhöhle und trennt diese voneinander. Durch hastiges Schlucken, Aufregung oder Stress verkrampft sich das Zwerchfell plötzlich und die Stimmritze zwischen den Stimmbändern schließt sich reflexartig. Dadurch kann die Luft nicht mehr entweichen und es entsteht ein Druck, der sich als Hicks, also als Schluck auf, äußert. Beobachtungen zufolge haben Ungeborene besonders häufig Schluck auf. Der Auslöser dafür soll das Schlucken von Fruchtwasser sein. Durch den Schluck auf kann keine Flüssigkeit in die Luftröhre gelangen und der Atemreflex wird trainiert. Auch nach der Geburt kommt Schluck auf ziemlich oft vor, was laut einem kanadischen Forscher daran liegt, dass ähnlich wie beim Rülpsen Luft aus dem Magen transportiert wird und so mehr Platz für Milch vorhanden ist. Forscher halten es für wahrscheinlich, dass Schluck auf ein Überbleibsel aus der Zeit im Mutterleib ist und für uns Erwachsene absolut keinen Sinn hat. Na toll. Bei Schluckauf muss man zwischen temporärem und chronischem Schluckauf unterscheiden. Chronischer Schluckauf hält im Gegensatz zu herkömmlichem Schluckauf für längere Zeit an und kann bei Betroffenen zu Schlaflosigkeit oder sogar zu Depressionen führen. Außerdem kann chronischer Schluckauf ein Anzeichen für einen Hirntumor, einen Herzinfarkt oder Nierenversagen sein. Das kommt aber eher selten vor. Ihr müsst also nicht beim nächsten Schluckauf panisch zum Notarzt rennen, sondern könnt erstmal ein Glas Wasser trinken, die Luft anhalten oder euch erschrecken lassen. Sobald ihr nämlich abgelenkt seid, kann sich euer Zwerchfell wieder entspannen und beruhigt sich. Den längsten dokumentierten Schluckauf hatte übrigens ein Mann im US-Bundesstaat Iowa. Was im Jahre 1922 als einfaches Hicksen begann, hörte 70 Jahre später wieder auf, nämlich als der Mann starb. Mit 430 Millionen Hicksen steht er im Guinness-Buch der Rekorde. Angeblich begann der Schluckauf, weil in der Metzgerei seines Vaters ein rund 150 Kilo schweres Schwein auf ihn raufgefallen ist. Das nenne ich mal richtig dumm gelaufen. Und wieder eine ziemlich dumme Frage. Und wir haben auch ganz viele dumme Antworten. Wenn ihr jetzt Bock habt, noch mehr davon zu sehen, dann schaut doch einfach mal bei unserer Dumme Fragen, Dumme Antworten Liste. Und ansonsten stellt gerne eine weitere dumme Frage unten in den Kommentaren. Und vielleicht ist das die nächste, die hier beantwortet wird. Und wenn ihr auch so einen schönen Namen habt, Fluffy Einhornpuffel, dann freue ich mich natürlich umso mehr über eure Frage.